Hallo und herzlich willkommen. Warum kriege ich das herzlich nie hingekriegt? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Jedes Mal selber. Vielleicht bin ich einfach, spreche zu schnell. Keine Ahnung. Es ist Mittwoch, der 13. Das könnte sein, warum heute so viel nicht gut läuft. Der 13.12. Ich fahre heute Mittag nach, gleich 14.30 Uhr, so darum heute Mittag, fahre ich nach Baumholde. Da steht noch ein Radlader. Ich versuche gerade den 550 oder ein 566. Ich bin gerade am Überlegen, welcher das ist, der da steht. Ich glaube, ein 550 steht da. 556 haben wir, glaube ich, nur zwei. Den 550 müsste man noch haben. Das ist halt ein alter. Ich glaube, dass der da steht. Kann auch ein 566 sein. Auf jeden Fall geht der auch noch hierher. Das mache ich heute Mittag noch. Kurz warten, da ist Verkehr. Blinker raus, jawohl. Alles gut. Ganz ruhig bleiben. Der Tag heute läuft wirklich gar nicht. Bisher. Die Kamera noch oben und dann läuft es gar nicht mehr. Aber bei mir heute Morgen in Wiesbaden Lego-Steine laden, bei euch am Ende der letzten Folge. Laden, alles super, alles sehr gut, wunderbar. Und das Abladen, Sembach oben haben wir keinen Bagger mehr stehen. Um 12 Uhr sollte der Radbagger da sein. Der kam nicht, der kam erst um 1 oder so. Und ja, haben wir abgeladen. Beim Abladen ist noch der Greifer, ist irgendwie noch ein Schlauch geplatzt oder hat einen Riss oder weiß nicht was. Auf jeden Fall lief dann die Brühe raus. Dann habe ich den Greifer geladen, den nach Hause gebracht. Dann habe ich einen Gurt nicht mehr aufbekommen, weil das war meine eigene Doofheit. Weil ich den Gurt so blöd gemacht habe. Ich habe den unter dem Lego-Steingreifer halt, habe ich da zwischendrin durchgemacht und habe nicht dran gedacht, dass ich zum Gurt lösen muss ich ja den Gurtspanner quasi einmal komplett öffnen. Das habe ich, wie gesagt, ich war so schlau und habe den Gurt so angebracht, dass ich den nicht mehr öffnen konnte. Was hat er gemacht? Baguette geholt und hat gezogen. Ting, hat's gemacht und das Problem gut war gelöst. Warum steht denn die Kamera nicht richtig? Warten Sie mal kurz. Ich muss das ein bisschen hochdrücken, glaube ich. So. Ja. Wie gesagt, jetzt fahre ich Baumholder hin. Ich werde gegen 16 Uhr etwa da sein. Radlader laden, alles nach Hause, wie gehabt. Auch Ende der letzten Folge habe ich auch davon gesprochen, von der Genehmigung bzw. von dem Transport von 956 von Mainz nach Hause. Da musste über ein Werksgelände von einer Firma halt fahren. So. Und eigentlich, wenn ich das richtig gelesen habe, sollte da die Polizei dabei sein. Der Transport angemeldet und die Polizei sagt erst, sie nimmt uns erst an der Abfahrt Mombach entgegen.
verstehe ich nicht so ganz. Also ich bin... Ich denke, da läuft was schief. Ich denke, da läuft was schief. Alter, wo kommen ihr dann alle her jetzt? Linke wird total überbewertet. So, sorry. Ich hatte kurz Verkehr. Kamera gerade verstellt, geht noch. Ja. Wollen uns dann erst quasi an der Autobahn Auffahrt. Ja, wir fahren, ich meine, Mainz rein bzw. raus, fahren wir ja nicht weit. Das sind noch keine 10 Minuten, aber da musst du halt über dieses, gut, Werksgelände ist vielleicht auch Privatgelände. Ja. Alles andere ist zweispurig, je Fahrtrichtung ausgebaut. Vielleicht sagen sie auch wegen dem. Brauchen wir nicht. Weiß es nicht genau. Auf jeden Fall finde ich das ja seltsam einfach. Weil du machst den ganzen Kram, dass du dann innerhalb oder außerhalb Autobahn Polizeibegleitung dabei hast. Ja, weil es ja doch sehr viel Wilde gibt. Und die sagen dann einfach, nö. Nehmen euch erst an der Auffahrt in Empfang. Keine Ahnung. Fällt mir gerade ein, da muss ich jetzt auch noch mal fragen. Noch mal zu Hause anrufen. Da ist eine Baustelle, wenn ich da hin rauskomme. Da ist es kurz einspurig. Ich bin 3,50 Meter breit mit dem Bagger. Ja, ob die Baustelle weg ist oder ob die Fahrbahnabsperrung quasi stehen, nur rot-weiße Wagen, ob die dann reingerückt werden oder, was meine Maut sagen wird, ob die dann reingerückt werden oder so, ob wir das machen, ob jemand von der Stadt kommt und das macht, ich habe keine Ahnung. Es ist nicht immer so einfach. Kannst da gar nicht denken dran an alles, ja. Eigentlich müssten extra Mann da sein, der den Kopf halt hat für sowas. Und so viele Sachen, wo du dann denken sollst, ja. Schauen wir mal. Wir werden es, wie gesagt, nächste Woche, Dienstag auf Mittwoch. Dienstags fahren wir laden und mittwochs morgens um 3 fahren wir los. Wir müssen dann von Mainz aus rüber nach Bingen. Von Bingen runter ans Kreuz Frankenthal. Frankenthal, die A6 hier Richtung Ingebach. Also wir sind schätzungsweise gute 2 Stunden wieder unterwegs. Gucken wir mal, wie das Ganze läuft. Also muss ich jetzt erst noch mal kurz telefonieren. Ob die Baustelle weg ist. Und den Baumwolle. Bis gleich. Ja.
was ich letzte Folge gar nicht gemacht habe, mache ich diese Folge schnell. Und zwar meine Mikros. Meine Mikros. Sorry, ich bin schon wieder müde. Geht gleich los. Und zwar habe ich hier diese Ulanzi, keine Ahnung. Ja, die kommen in so einer Box, so eine Ladebox. Kannst du laden. Empfänger habe ich jetzt hier gerade dran. Entschuldigung. Das ist der Empfänger und sind zwei Mikros dabei. Kostet einen knappen Hunderter. Ja, wenn ich hier drücke, ich glaube, das habe ich aber schon mal gezeigt, wenn das rot blinkt, die haben einen internen Speicher. Das heißt, ich kann, was ich so laber über Tag, kann ich hier aufnehmen und kann das dann quasi abends oder beim Videoschneiden, kann ich das dann über die Spur legen, über die Videospur. Haben eine extrem weite Reichweite, also laut Videos über 100 Metern. Habe ich ja auch schon mal getestet diese Woche. Ja, dann habe ich also bisher absolut zufrieden. Dann habe ich mir noch hier so eine diese Halterung gekauft, weil du brauchst, dass du das Mikrofon anschließen kannst. Ja, wusste ich alles nicht so. Brauchst du so ein Mikrofonadapter, der ist von GoPro selbst. Kostet um die 70 Euro. Und hier zwischendrin, hier und hier zwischen dem, seht ihr, was ich gerade, so, das sieht so aus, hat einen USB-C Anschluss und hier zwischen dem USB-C Anschluss und dem Anschluss hier, USB-C Anschluss von der Kamera, hatte ich dieses Verlängerungskabel drin, weil tüdel mal rein hier. Ich werde es dann noch kaputt kriegen. Weil dann ging die Kamera halt eben nicht. Ja, weil du musst das Kabel doch schon recht stark knicken hier. Und das wird hier unten drin, geht das irgendwann, ist schon eingerissen. Ja, irgendwann geht es halt ab. Und der Empfänger wird hier über ein AUX-Kabel das alles miteinander verbunden nach Anfangsschwierigkeiten, wie wir alle gar wissen. Ja, hast hier, kannst einen Kopfhörer reinmachen, hier kannst du hier ohne in das kommt er rein. Er ist dann hiermit verbunden. Das Teil kannst du da oben dran machen, ohne dran. Ich habe es meistens hier hängen, hier am Griff. Und das verbindet sich, sobald die Kamera an ist. Ach, die Kamera. Sobald du den Empfänger anmachst und das Mikrofon anmachst, wenn das zweite Licht hier leuchtet, dann ist das quasi
gekoppelt. Und mein Fehler war halt auch am Anfang, ich muss noch einmal drücken. Dann seht ihr das Mikrofon leuchten. Und jetzt ist das Mikrofon quasi mit dem Empfänger, also verbunden war schon davor, aber ich kann jetzt halt das, was ich labere, das wird dann halt gespeichert. So, ja, das wollte ich nur kurz machen. Also es ist wirklich eine Investition, die sich gelohnt hat. Waren jetzt noch halt nochmal knapp 170, 180 Euro. Aber ich finde, es lohnt sich. Und was ich halt geil finde, ist, ich kann die Kamera neben an die Seite stellen, stecke mir das Mikrofon an, gehe rein in der Bagger und kann labern. Und ihr hört halt, was ich im Bagger labere, obwohl ich quasi 50 Meter von der Kamera weg irgendwo mit dem Bagger spazieren war. Das finde ich halt cool. Ja, so, Bagger jetzt geladen. Um wieder zum Tagesgeschäft zu kommen, den Bagger, den Radlader, den nehme ich wieder raus. Sorry. Werde ich auch noch abladen heute, aber filmen, denke ich, werde ich das nicht mehr. Morgen früh weiß ich nicht, was kommt, was gibt. Was es gibt. Donnerstag haben wir morgen. Ich weiß es nicht. Vielleicht hole ich morgen früh in Bedesbach im Bruch das Band. Vielleicht. Ist 3:30 fertig. Nicht. Jetzt auch noch nächste Woche werden. Sehen wir. Ja. Heute renne ich jetzt nur noch nach Hause. Ich hoffe, das mit dem Mikro, ich habe ja hier auf der Kamera, mit der ich jetzt filme, ist dieser Mediamod drauf. Der hat auch ein Mikro dabei. Ist der Ton schon ein bisschen besser. Ich hoffe, dass er halt auch halbwegs gut ist, dass man mich hört. Jo. Jetzt hole ich nach Hause. Ich muss halt ab und zu mal den Monitor anmachen, dass ich sehe, ob ich im Bild bin oder nicht. Der geht nach einer gewissen Zeit aus. Das mit den Mikros hatte ich letzte Folge, habe ich das ja gesagt, dass ich die kurz zeige. Habe ich aber wieder versaubeutelt, wieder verpennt. Habe ich es jetzt schnell gemacht, jetzt habe ich zwei, drei Minuten Luft gehabt. Und dann, wer mehr über diese Mikrofone wissen will, also ich bekomme kein Geld dafür, es ist auch keine Werbung, es ist mein eigenes Empfinden quasi. Ich habe lange gesucht, ja, nach solchen kabellosen Mikros und habe Mikros gefunden, die kosten einfach ein Schweinegeld. Das ist also wirklich brutal. Wenn ich irgendwann mal eine ordentliche Größe haben sollte, was ich nicht denke in den nächsten vier Jahren oder so, dann lohnt sich das auch nicht. Und wenn diese so lange halten, bin ich zufrieden. Selbst wenn die nur ein Jahr halten sollten, finde ich das für den Preis okay. Nochmal, ist keine Werbung, also ich habe die Dinge bezahlt, habe die gekauft und wollte es halt nur kurz sagen, dass ich damit bisher nochmal, jetzt wo ich weiß, wie ich es machen muss, ich halt absolut zufrieden bin damit. Leider bekomme ich kein Geld dafür. Hallo, am Donnerstag. Morgen. 14.12. Es geht dem Ende zu. Ich habe
noch den 550, den Radlader geladen. Ich habe gerade abgehängt. Der Hals liegt noch auf. Wie man sieht. Radlader lade ich jetzt hier ab, dann sattel ich um. Dann hole ich doch schon heute den 938 in Mainz. Das sollte eigentlich erst morgen Abend fertig sein, hieß es gestern. Aber hole mal jetzt. So viel wie ich gehört habe, laden die, stehen da heute 10, 15 Sattel, die geladen werden sollten heute. Keine Ahnung. Also ich fahre den Radlader jetzt runter und dann umsattel. Eins. Ein paar Tage. Thank you.
So, 938 ist direkt rein in die Werkstatt. Ich habe den 936 jetzt geladen, der ist auch fertig. Ist das 936? Ja, hier ist der 936. Der ist auch fertig, der geht jetzt rüber in die Ausstellung. Danach weiß ich nicht, was Sache ist. Vielleicht ist in Völklingen der Bagger fertig. Ich muss schon wieder tanken, Alter. Gut, ich war ja nur 2-3 Viertel voll etwa. Vielleicht ist, wie gesagt, in Völklingen der Bagger fertig. Vielleicht Airbase, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was es noch gibt. Ja, einige sind hier am Bagger putzen, so wie es aussieht. Einige Baggerer. Kann hier gar nicht mehr hochfahren, ne? Vorne könnte ich hochfahren und da hinten kann ich hochfahren. Gut, dann mache ich das so.
Stell den halt da hinten rein. Da ins Eck. Da gehört er zwar nicht hin, der gehört 5-6 Bagger weiter vor, aber da ist. Da wird hier nochmal alles umgeparkt, umgestellt. So, machen wir schnell. Dann, wie gesagt, keine Ahnung. Was es gibt. In Baumholder, ne, der Bagger wird nicht fertig, der Bagger wird morgen fertig. Müssen wir mal gucken. Kugelhahn defekt. Ich habe sonst keinen mehr, den ich nicht brauche. Da hätte man den ausgebaut, hätte den dann da rein gemacht. Das Problem ist, ich kriege keinen mehr dieses Jahr. Und ich weiß jetzt echt nicht, was ich machen soll. Oder was, oder wir wissen echt nicht, was wir machen sollen. Immer da. Das ist halt der Absperrhahn vom Rücklauf. Und wenn der nicht zu ist während dem Fahren, senkt sich halt das Tiefbett ab. Deshalb war ich auch eben so, ich war halt schräg. Ich war links tiefer als auf der rechten Seite. Jetzt weiß ich halt nicht, ob das von daher kommt, aber ich denke mal schon.
Ich denke schon, als ich in Mainz rausgefahren bin, war das alles gerade. Weiß es nicht. Muss ich mal gucken. Oder ich hänge mir eine Rampe tiefer da drauf. Aber für den 956 brauche ich Dolly. Für das Dolly brauche ich diesen Hals. Wenn der nicht geht, keine Ahnung. Keine Ahnung, wenn der nicht geht. Gibt es eine, stellen glaube ich Software um, wenn ich das richtig verstanden habe, und wegen dieser Softwareumstellung geht nichts raus. Deshalb kommt nichts mehr dieses Jahr. Normal ist das kein Problem. Jetzt rufen die vom Werk aus, rufen an verschiedenen Standorten an, wo halt von den Blockhähnen, von den Kugelhähnen vorhanden sind, und wenn die haben und diese halt rausschicken, kriege ich mal einen, ansonsten weiß nicht, was dann, ob wir dann was zusammenzimmern, keine Ahnung. Dieser Hahn hier, der FHN15, schließt nicht mehr richtig. Der muss während dem Transport nach unten stehen, dass der Rücklauf quasi geschlossen ist. Ja, und das scheint er nicht mehr ganz zu machen. Also der scheint Öldruck quasi rauslaufen zu lassen. Und dadurch senkt sich das Tiefbett halt langsam ab während der Fahrt. Und das war halt mein Problem. Natürlich nicht, ob der Hals stehen bleibt, ne? Ob ich meine Stützen reinmachen soll oder nicht. Das hätte ich muss ich davor machen eigentlich, ne? Ich hoffe, wenn sie jetzt nicht mehr reinpassen. Ich gucke mal schnell. Mache ich wenigstens eine rein. Wir müssen da rein. Rein das Rohr. Weiß halt nicht, ob er hält oder nicht. Alles zu normal, ja. Ich guck. Sack ich weh. Thank you.
Seht ihr da vorne auch? Kann eigentlich nicht mehr schief gehen. Nicht mehr schief gehen. So. Nein. Sattel ich auf. Hallo am Freitagmorgen. Ich habe noch den 29 geladen. Fahre ich jetzt rüber vor die Werkstatt. Lade ich da eine Palette mit Klima und Ersatzteilen. Fahre ich dann rüber nach Bedesbach an Steinbruch und nehme da den 566, den Radlader mit. Eine Stunde und drei Brezeln später. Ich bin gleich an, was heißt gleich, ich werde noch so gute zehn Minuten brauchen, dann bin ich an dem Steinbruch in Bedesbach. Ich habe eine Palette geladen, da sind irgendwelche Ersatzteile. Da steht ein Leihbrecher von uns. Also ein Brecher, den wir gerade geliehen haben. Irgendein riesengroßes Vieh muss das sein. Um die 70 Tonnen oder so. Habe ich noch nicht gesehen. Ich habe es nur erzählt bekommen. Und für den habe ich jetzt halt quasi Ersatzteile dabei. Weil die Monteure kommen noch hier hoch und machen das noch, bevor der dann wieder geholt wird. Wer den holt, weiß ich nicht.
Wir fahren den nicht. Ich gucke, wie ich die jetzt runterbringe. Steht nur der Radlader unten. Es ist zwar auch ein Bagger da, aber der steht ganz oben drauf auf dem Berg. Aber werde ich schon hinkriegen. Die wiegt Anführungszeichen nur 143 Kilo. Werde ich mir irgendwie in die Radladerschaufel rein wuchten, keine Ahnung. Kriege mal schon hin. Was? Brücke nach Betesbach gesperrt, was? Komm ich da nicht hin, doch, oder? Brücke nach Betesbach gesperrt, also. Schauen wir mal. Ich muss jetzt hier im Kreisel, fahre ich geradeaus drüber und dann die Vorfahrtsstraße folgend nach links. Eieiei, was Kurbelerei. Sorry, das, was da quietscht, ist das Getränkepack da vorne. So, also da hinten kommen Autos her, also denke ich, bin ich da wohl richtig. Jetzt weiß ich nicht genau. Den zu überholen war bestimmt noch wichtig jetzt. Also es hat sich nichts geändert gegenüber meiner Bundeswehrzeit. So, hier muss irgendwo ein Steinbruch sein. Mal gucken, wo ich hier einen Radlader finde. Der würde unten stehen. Mal hier hoch. Oder, ja, ich sehe den Brecher, alter Schwede. Boah. Reicht das mit der Gung? Ja, reicht. Na, da kann ich ja mal nicht drehen, ne, oder? Brecher, hinten dran steht Radlader. Baggerschaufel steht auch hier. Ja, hier kann ich auch rausziehen, aber drehen wird echt sportlich hier. Mal gucken, wenn ich geladen habe, vielleicht kann ich da hin. Ey, geh an. Vielleicht kann ich weiter. So, hier bin ich, da hin kommt nichts, wo ich drehen kann. Ne? Ah, ich sehe gerade, hier vorne muss wohl eine Ausfahrt sein. Radlader steht. Alter, das ist echt ein Riesenvieh. Der ist auch sehr hoch, also. Musst du ja fast hängend fahren, oder? Oh, mach dein Fernlicht aus, danke. MC120i Pro. Alter Schwede, was ein Kloppe.
Alles gut, sauber.
So, Mikrofon anmachen. Jetzt geht alles. So, Radlader geladen. Steht ein bisschen weit auf der Beifahrerseite, aber ja, alles gut. Alles nicht so tragisch. Die 2-3 cm, die das ausmacht, das passt schon. Nehme ich jetzt mit nach Hause. Logischerweise, na, wie alles zur Zeit, Flasche muss ich wegtun. Vorne an der Ausfahrt, wenn ich wieder auf die B420 fahre, da wird es jetzt ein bisschen eng. Da haben sie die Verkehrsinsel, die da kommt, die ist recht nah am Kreuzung, an der Kreuzung halt. Und ich gucke, ob ich aufpassen, dass ich hinten rechts, da stehen Schilder, dass ich die nicht wegräume. Sich links die Insel nicht wegräumen. Meine Beflaggung noch an hin. Meine Beleuchtung auf dem Dach oben. Halt alles ein bisschen eng gebaut. Und hätte bestimmt ein bisschen mehr Platz gehabt. Aber ist wie es ist. Alles gut. Muss ich jetzt mitlenken, ansonsten. Wie gesagt, werde ich wahrscheinlich die Insel rasieren. So, also. Zehn vor neun. Ich denke so bis 10 Uhr. Bin ich dann zu Hause. Dann lade mal ab und dann mal schauen. Wiesbaden, wie gesagt, wäre der Teleskoplader, den ich holen könnte. Am Holder wird erst gegen Mittag fertig, am Nachmittag, so gegen 3. Könnte normal passen, dass ich dann jetzt Wiesbaden fahre und dann am Holder den Bagger hole. Thomas, ich bin auf dem Weg nach Wiesbaden. Wieder in diesen Industriepark. Ich werde da drin nicht filmen dürfen oder ich darf da drin nicht filmen. Werde ich auch nicht tun. Ich hole da den Teleskoplader.
mit Schaufel und Korb, meine ich, hätte der dabei. Den hole ich da raus und dann vermute ich Baumholder oder dahin, wo ich heute Morgen der Radlader geladen hatte. Eins von zwei. Kommt drauf an, ob der Kollege noch viele Findlinge laden muss. Wenn der dann heute Mittag um 3 oder so mit seiner letzten Tour fertig ist, dann kann es sein, dass wir den Bagger auch gleich heimholen. Ich bin noch nicht leer, ich habe nur den Löffel von dem Teleskoplader habe ich abgeladen. Der Korb ist ja noch dran. Aua. Es waren neue Fahrzeuge gekommen. Ich weiß nicht, wo die hingefahren sind. Einmal neue Vierachsen, 3 Seitenkipper, das hier ist noch der alte. Gefahren, die Fahrzeuge trocken stehen, dass der, wenn der Folienmann kommt, dass der Folie noch drauf machen kann. Ja, über drin steht der Vierachser, der neue. Und eine Sattelzugmaschine ist gekommen, Mercedes. Ich weiß halt nicht, wenn das die sind, die kommen sollten das eigentlich größere Führerhäuser. Darf ich das noch sagen? Ja. Das, was hier jetzt steht an Maschinen, das ist alles bis auf den Radlader links. Das ist alles soweit hergerichtet bis jetzt. Teleskoplader fahre ich jetzt noch davor. Ich fahre da vor ums Eck, lade da ab, wo ich die ganze Zeit stehe. Und dann kann ich mir aussuchen, entweder hole ich den Brecher. Ach, der Brecher ist zu langwierig heute. Ich fahre lieber nochmal in den Steinbruch, wo ich heute Morgen war. Aber das könnte ich auch dann morgen früh hole schnell. Ne? Das ist halt alles so eine Sache wieder. Männer sind alle da. Heute Mittag um 3 Uhr. Und so einer nochmal losfährt. Naja, egal. Lad den Teleskoplader jetzt schnell ab und dann schauen wir mal, was wir machen. Drücken? Ich glaube nicht. Alles easy. Sorry. Ich kann es ausschalten. Geil. So, also tauschen wir einmal Werkzeug. Will ja jetzt nicht zig mal hin und her fahren, weil dann sieht Fahrwerk wieder aus wie Sau. Hey. Okay, das geht jetzt nicht aus. Okay, jetzt ist er drin. Jetzt ist er drin, das alte Ding. So, ja. Alter Schwede, ey. Bin schon lange Bagger mitgefahren. An der Richtung. Das, ob ich den wirklich so draufstellen soll.
Naja, ich fahre mal vor. Immer nicht, wechsle ich nochmal schnell das Werkzeug. Gib mal Gas hier. Echt noch nie passiert, dass ein Löffel, vor allen Dingen, wenn du den quasi lang nimmst, ja, also nicht quer von Löffelseite zu Löffelseite, sondern halt lang. Dass der da rausrutscht. Echt noch nie gehabt. Ja, irgendwann ist immer das erste Mal. Schade, dass es gerade heute ist jetzt. Gucken wir mal, dass ich Knallkopf wieder gedrippt habe. Hier, die Lampe habe ich mir kaputt, klar. Na, ist nicht die oberste, ha? Okay, also die eine hier ist kaputt und die Bordwand habe ich mir rausgedallert. Mal gucken, ob die drin bleibt, aber die ist fest. Ne? Die ist fest. Vielleicht würde ich die sogar wieder festkriegen, wenn ich das hier reinschiebe, das hier. Aber ich mache es vorsichtshalber mal lieber raus. Jetzt sollte nichts passieren. Dappigkeit verlass mich nicht. Ich mache jetzt hier noch die Kette dran. Und dann hängen wir wieder zusammen. Dappigkeit verlass mich nicht, echt. Hallo am Samstagmorgen. Ich werde jetzt, ich habe den 300er Hitachi, habe ich ja noch geladen. Den lade ich hier ab jetzt. Beziehungsweise ich fahre gleich aus meiner Halle raus. Leg's Tiefbett vorne ab. Sorry, wenn es raschelt. Ich hab mal meinen ganzen Müll von der Woche hier raus. Weißen. Leg's Tiefbett ab und dann fahre ich mal hoch in die Werkstatt. Und lass mal gucken nach. Achso, ich habe nicht geguckt, ob die Fehlermeldung noch da ist. Wartung empfohlen. Ne, die Fehlermeldung ist weg. Ne? Nach meiner Badwand, die ich gestern zerdallert habe, keine aktiven Meldungen.
Lass danach mal gucken. Wahrscheinlich wird sie gleich ausgebaut werden. Dann müsste ich jetzt den Löffel runterheben. Ne? Ja, vielleicht mit dem Stapler mal oben. Dann habe ich mit meinem großen Tieflader habe ich HU. Werde ich vermutlich meinen Dolly dran machen müssen. Gucken wir mal. Das mache ich jetzt alles mal zuerst und dann. Also rausfahren tue ich heute nicht. Wenn ich große Tieflader dran habe, kann ich da auch mal Fett dran drücken. Die Grube ist endlich wieder frei. Kann ich auch mal wieder meine Achsschenkel schmieren. Nicht meine, sondern die vom Fahrzeug. Ja. Halt so ein bisschen Wartungsarbeiten. Zwischendurch mal machen schnell. Hast unter der Woche, wenn du Zeit hast, also hast unter der Woche wenig Zeit, aber wenn du Zeit hast, dann entweder ist die Grube belegt oder ja, kannst halt nicht rein in die Werkstatt. Fahr rüber, lad jetzt die Backe ab. Der Bode unten vom Hals hat auch eine Dalle bekommen. Das ist halt nur Blech. Der hat ja auch TÜV. So viele Leute hier in der Firma und ich bin der Einzige, der auf dem Parkplatz steht oder was? Skandal! Neuen Fahrzeuge, Sprinter und zwei LKWs stehen da drin. Ach, ich habe ja noch die scheiß Stütze dran vorne. Ne? Nein, egal. Ich bleib gerade kurz hinten dran. Sorry, ich bleib gerade kurz hinten dran stehen. Der Arm doch gesenkt, ne? Der Arm liegt jetzt oben. Ob man das sieht. Oh, der liegt ja hinten drauf auf dem Holz. Egal. Alles gut. Mehr kaputt machen kann ich nicht mehr. Ich gehe schnell abladen und dann das Mikro anstecken. Warum nicht? Sorry fürs Piepsen. War das schon alles, ja? Hallo?
hier immer rechts die Lichtschalter gehabt. Ah. Das ist alles. Okay. Heute läuft irgendwie gar nichts. Ich hab Dolly dran, die Platte dran. Ich darf jetzt HU machen. Endlich, 11:45. Ja, ich fahre jetzt rückwärts Richtung Werkstatt, weil vorwärts passe ich nicht rein. Ich dachte, ich könnte ein bisschen mehr filmen heute, aber irgendwie, wie gesagt, es läuft alles nicht so, wie es laufen soll. Gut, ja. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, seid so lieb, seid so gut, lasst mir einen Daumen nach oben da. Nette Kommentar. Würde mich auch freuen. So. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich da hinkomme, da hinten aus. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Spaß. Haut rein. Dankeschön. Ich sag einfach nur Dankeschön. Egal für was. Dankeschön, dass ihr immer da seid. Dankeschön für einfach alles. Jetzt müssen die Busse hier rausfahren. Ah, es ist wirklich. Was er wollte, aber egal. So, wie gesagt, ich fahre zurück, rückwärts rein in die Werkstatt. Ich mache jetzt HU und dann hoffentlich Wochenende. Dolly muss ich noch abbauen dann. Ja, schauen wir mal, was noch kommt. Bis denn. Habt gesund, habt Spaß. Haut rein. Tschüss.